Hey, hey, Battle Brothers, Austrägerkampagne, die Schilder von Harak, nur echt mit dem Bären. Letzte Episode war die Aufreg-Episode. Wir haben die Ancient City verteidigen wollen, wurden aber von 22 Ifrits durch die Gegend gejagt. Haben eine Hausarmee besiegt, die relativ groß war, aber konnten den Auftrag nicht fertig machen, weil wir kein Essen mehr hatten und niemand mehr kam, der angreifen wollte. So, wir müssen einen neuen Eid spüren. Wir fahren da jetzt nochmal hoch. Ich konnte nicht gegen 22 Ifrits kämpfen. So, was haben wir denn hier? Oath of Camaraderie immer noch, ja. Ich kann nicht schwören, gegen Beasts oder gegen Orks zu kämpfen. Weil wir kämpfen gerade gegen Menschen. Die Frage ist, wie schlimm das hier wäre. Oh, Wavering oder Breaking, das heißt, dass sie abhauen, nicht? Ne, das Problem ist halt, wenn ich einen von den anderen hier schwöre. Moment, was haben wir hier? Minus 10 Resolve, minus 5 Melee Range Skill, minus 5 Melee Range Defense. Hier unten haben wir minus 10 Resolve, minus 5 Melee und Ranged Skill. Das heißt, entweder ist er da unten buggy. Oder... der wäre der bessere. Okay, minus 5 Skill, damit kann ich arbeiten. Dann nehmen wir den. Der in der Mitte ist mir zu... Und Orks geht gerade gar nicht. So, checken wir das Ganze kurz nochmal. Der hat nur minus 5 Skill, nicht minus 5 Defense. Mit minus 5 Skill kann ich leben, wenn wir gegen Menschen kämpfen, wie zum Beispiel... die erste Felswachtkompanie, die hier gerade durchfährt. Hey Jungs, ihr habt keine Fernkämpfer dabei, sehe ich. Hättet ihr da unten aufschlagen sollen, um gegen uns zu kämpfen? Weil eine Gruppe hat mir sabotiert, dass sie keine Fernkämpfer mehr hat. Echt schräg, die Quests hier. Naja, wir müssen rüber zum nächsten Ding. Zur nächsten Stadt. Wir müssen schauen, wie die Fernkämpfer-Situation... Ich laber einen Mist gerade. Wir müssen schauen, wie die Quest-Situation aussieht. Theoretisch gehören gerade alle drei Holy Sites den Stadtstaaten. Auch wenn das Spiel gesagt hat, dass die Holy Site da unten eingenommen wurde, ist da nichts passiert. Aber hey, ich mache die Regeln nicht. Ich spiele nur Battle Brothers. Auf jeden Fall ist der Holy War bis jetzt die komischste Endgame-Crisis, mit der ich bis jetzt zu tun hatte. Hier scheint so einiges noch ein bisschen... verschusselt zu sein. So, warten, bis die Jungs da hier angeflogen kommen, damit wir denen in die Flanke schießen können mit den ganzen Armbrüsten. Ja, wir warten. Wir machen dann direkt gleich hier die Flanke auf mit der Einheit hier unten. Wir gehen hier hoch, die beiden packen die Schilder aus. Hauptsache es ist unter 50%, dann trifft Felix die Sache schon. Kein Stress. So, auch hoch, Schild raus für Doppelschildbonus. Dann schlagen wir ein paar Körper ein. Dicks Uff. So, Ortwin, du hast den Melee-Skill, um dich da reinzustellen, oder? Das sind vier. Das sind vier Hellebarden, das ist zu viel. Ja, ich will ihn eigentlich nicht unbedingt hier drin binden. Wir könnten den einrotieren, aber scheiß drauf. Dann binden wir den Bub halt. Okay, Feuer! Willi, du kommst gleich mit da hoch. Und hier springen wir voll rein. Ihr habt euch hier ein bisschen die Flanke offen gelassen, was? Ja, schauen wir mal, wie es läuft jetzt. Das ist doch einfach nur ein Einserschuss. Hey! Auf Hadebrand in den Nacken zu schießen, was ist denn bei dir los? Nie gesehen, so eine Frechheit. Der ist betäubt, das heißt, wir können aufrutschen und einen vollen Schwinger durchziehen. Bah! Die haben es gerade echt nicht leicht, die Jungs hier aus der Hausarmee. In ihren kleinen roten Jacken. Wer ist denn noch übrig?
Ein Billman und der Bannerträger. Das hier sind ja alles keine Damage-Dealer. Der gerade durchgeübt hat, es heute hier bald betäubt. Was für eine Frechheit. 76. Da können wir doch direkt drauf bunken. Ey, du kommst hier hoch und dann schießt man hier schön rein. Oder auch nicht. Oder auch doch. Niemand einen schönen Winkel auf die? Die stehen doch eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht auf meine eigenen Jungs hier schießen. Oh, das war über 50%. Da kann Felix nichts machen. Felix trifft nur unter 50%. Jetzt kommt Damage. Ja, dachte ich mir. Was ist das hier oben denn für ein Schabernack? Ihr habt alle die Schilder hoch und guckt euch gegenseitig böse an. Wenn das so ist, dann ist das wohl so. Da kann man dann wohl nichts tun. Dann macht er das auch und dann guckt ihr euch halt böse gegenseitig ins Gesicht. Den Mann haben wir zerstompt. Ihr dürft dann auch weglaufen, wenn ihr wollt. Ich bin da gar nicht so drauf aus, euch jetzt alle zu zerfleischen. So, 38, den trifft er nicht, aber man muss immer versuchen. Ist ja keine wirkliche Damage-Waffe, der große Hammer da, sondern mehr so eine Support-Waffen-Angelegenheit in den Nacken gestochen. Ja, den da unten müssen wir noch vertreiben. Die hier oben stehen sich einfach nur alle gegenüber und gucken böse, bis Torwald sich da durchgeschlagen hat mit der großen Zweihandkeule. Ein Schlag und dann rotieren wir Ortwin rein. Er darf nämlich noch. Ja, Schilde hoch, Männer. Nicht den Hund, Schild hoch. So, 83. Schön, der Bannerträger will sich verdrücken. Dann warten wir hier mal kurz auf eine bessere... ein besseres Ziel. Au. Hatte den einfach mit dem Zweihandflegel in den Fußboden gerammt. 59% ist zu hoch. Oh. Ich dachte, der macht den 23er nur wegen dem Meme. Fuck. Manchmal bin ich ein bisschen überrascht, was meine Jungs hier so abziehen. Man hat ihn gerade einfach mit diesem Zweihandhammer von voll auf nichts in den Fußboden gerammt. Man ist jetzt zufrieden mit sich in seinem Leben. Ab mit dem Kopf. Dieser Pfauenfederhelm ist ungefähr das Schlimmste, was man an Loot finden kann. Wer will denn hier abhauen von denen? Er da. Das war keine gute Richtung zum Abhauen, mein Kerl. Aber naja, gut, erschreck mir die Jungs hier mal. Buh. Die Oathtaker sind hier, um euch zu vernichten. So, gleich sind sie doch eigentlich umzingelt genug, dass wir die platt machen können. Der hier unten ist... nicht wirklich ein Gegner, der steht da einfach nur so, bis er tot ist. Halt dich ruhig an deinem kleinen Schild fest, mein Kerl. Ey. Schaden machen ist verboten. Wir haben eh schon nix. Der kann auch nicht wirklich weit laufen. Er hat ein klein wenig die Ausdauer mittlerweile. Aber hey. In der dicken Rüstung hier unten in der Wüste, was soll man da sonst machen? Hüpf, hüpf. Da müssen wir noch mal kurz umdenken. Schöner Treffer. Du, da kannst du jetzt auch endlich mal sterben. Guck mal, seit wann wir dich schon prügeln? Hallo. Auf meine Rüstung kaputt zu schlagen. Wir haben doch eh schon nichts. Wir werden die ganze Zeit von unseren Auftraggebern verarscht. Es werden wilde Tiere angeheuert, um uns zu töten.
Was soll ich denn hier noch machen, Mann? Was soll ich denn noch machen? Wir werden uns finanziell niemals davon erholen können, was hier passiert. Alter, die haben ihm gleich den Schild kaputtgeschlagen mit Waffen, die keinen Schutzschildschaden machen. Haben wir's dann? Geh nach Hause. Gib auf. Ich würde dich gehen lassen. Dann halt aus 2 Metern die Armbrust mitten in den Oberkörper. Und ich kann das jetzt nicht alles reparieren. Ihr habt ja gesehen, was meine Ausrüstung mittlerweile für Tools and Supplies frisst. Kann ich mir einfach nicht leisten. So, wem gehört denn das Ding hier jetzt? Ich habe das doch eingenommen. Ich habe doch verteidigt. Wir haben doch jetzt alles hier drauf. Das da gehört uns. Ach, der Fallen Star gehört uns nicht mehr. Wenn die Ifrits noch hier sind, dann erschieße ich mich. Dann ist die Episode sofort vorbei. Zurück runter nach Higma. Wir schauen mal, ob die wieder einen Auftrag für uns haben, den Fallen Star einzunehmen. Der Krieg hier zieht sich für immer. Ich dachte, wir wären hier mit Episode 20 raus. Aber das hier ist eine sehr lange Endgame-Crisis und ich kann nicht nachvollziehen, wie lange die noch geht, weil normal hat man eine Ambition, wo dann steht, oh ja, hey, übrigens, deine Endgame-Crisis sieht gerade gut aus. Ihr seid am Gewinn. Stattdessen fahre ich hier einfach so blind durch die Gegend, habe hier unten mittlerweile alles an Essen gekauft, was die überhaupt besitzen. Wir kaufen die Stadtstaaten komplett leer. Und die hassen uns, weil die uns Aufträge geben, die wir nicht erfüllen können. Verteidigen. Ich hatte verteidigt. Ich hatte Verbündete. Wir hatten Barrikaden errichtet und dann kämpfe ich ohne Verbündete und ohne Barrikaden und werde dabei von 22 Ifrits gejagt. Ich töte keine 35 Bestien, okay? Den Eid haben wir nur geschworen, weil das der einzige war, der noch übrig war. Wie viele sind das? 9? Die können wir schnell auch schlucken, wenn wir da schon Rüstungsanbauteile 2 rausholen. Auf, komm dran. Keine Zeit zu verlieren. Kommen einfach alle her. Habt ihr keine bösen Hyänen dabei? Okay, die haben schon keine Lust mehr. Das ist eine böse Hyäne. Nein, die ist nur räudig, Entschuldigung. Also die beiden hatten keine Lust. Hi. Da ist der große Plan. Gut, bonken wir mal ein bisschen drauf. Die machen Geräusche, das ist schräg, okay. Gut, das ging schnell. Oh, was denn? Wieso haben wir denn nur Spucke eingesammelt, Mann? Ich wollte Felle haben. Oh Gott. Wo wollten hier eigentlich alle hin? Gilded Soldiers. Habt ihr Essen hier? Habt ihr irgendwas hier? Die anderen verarschen mich alle. Ihr seid doch eigentlich meine Freunde, oder? Hier, wir lassen ein paar von diesen ranzigen Kettenhemden hier. Wir brauchen eh eigentlich gar nicht viele mehr davon. Wenn wir jetzt einen von unseren Männern verlieren, ist die Kampagne eh vorbei, weil ich kann jetzt während einer Endgame-Crisis niemanden mehr aufbauen, der uns hier irgendwie weiterhilft. Der Zug ist abgefahren. So, Geld, Geld, Geld.
Hier sind noch ein paar Säbel dazwischen, die braucht kein Mensch. Die normalen Schwerter auch nicht. Wir haben noch einen Noble Sword rumliegen. Ein bisschen Ersatzrüstung. Brauchen wir sonst nichts. Nehmen wir noch einen mit, nur falls es hässlich wird. So, ihr habt doch 2-Sterne-Aufträge. Habt ihr was ich machen muss? Move to the Abandoned Fortress, okay. Und du? Gut, auf zum Abandoned Fortress. Warte, habt ihr so einen Zweihandsäbel hier für meinen Freund? Oh, habt ihr tatsächlich einen Two-Handed Saif? 50 bis 70, der hat 40 bis 60. Wie dringend brauchst du diesen Schild hier, Guld? Nicht besonders. Frage ist nur, ob sich das lohnt. 2,8. Vielleicht, wenn wir den Auftrag geschafft haben und zurückkommen. Nicht, dass wir hier jetzt unser Geld ausgeben für was wir dann doch nicht benutzen. Oh, nice. Hier haben wir ein paar große Rüstungsanbauteile von 1000er. Nehmen wir mit. Wer hat denn genug Ausdauer, um seine Rüstung vergrößern zu können? Hier, das sind 210er. Ich will eigentlich was dran bauen. Haben wir jetzt 240er gemacht. Oh, Willibald hat ein Level up. Ich würde sagen Nimble. Ich weiß, 14 wäre nicht schlecht, Killing Frenzy vielleicht auch, aber ich habe Angst, dass meine Jungs hier hinten sterben. So, dann muss ich jetzt auch wieder einen kleineren Hut anziehen. Was haben wir denn hier? 47, 41, das passt doch schon besser. Ja, Fernkampf noch. Boop. Ja, den würde ich gern voll machen. Und wegen Nimble packen wir oben noch einen drauf. Und Abfahrt. Wir wollen noch gegen irgendwas kämpfen, bevor wir hier wieder Schluss machen. Ist ja eine Verteidigung in die Feste, aber diesmal. Oh, ist eine andere Feste, die wir verteidigen müssen. Wenn da jetzt wieder 75 Tiere rumlungern, habe ich wirklich keine Lust mehr auf den Kram. So, da sind wir. Everyone get ready. Da kommt sie, die 4. Granitschanzenkompanie. Wir haben Wardogs, einen Standartenträger. Many Footmen, some Arbalester, kein Ritter, nichts Spannendes. So, wir kämpfen in der Festung gegen die, so dass wir gewinnen. The Northern Vanguard ist hier. Du Arms! Diesmal machen wir es richtig. Oh, wir kämpfen wirklich auf der Burg obendrauf, cool. Also wir gehen bis nach vorne an die Mauer und schießen dann mit den Armbrüsten runter. Das ist sehr cool. 38, 38. Wahrscheinlich sinnvoll auf die Bewegung der Gegner zu warten, bevor wir hier jetzt einfach so rumballern. Gut, wir müssen hier zumachen. Wir schicken einen Tank da hoch und hier in die Mitte schicken wir Damage-Dealer. Dann hat sich die Sache doch eigentlich schon. Habt ihr das gesehen? Das passiert mit Hunden, die hier hochkommen. Ein verdammtes Ritterpack. Ihr habt hier unten nichts verloren. Fahrt wieder nach Hause. Die können wir gleich vorrücken lassen, die komplette Schießerei, sobald wir hier vorne dicht gemacht haben. Erstmal darauf achten, dass wir hier unseren Vorteil nicht verlieren, den wir gerade haben. Die Armbrustschützen müssen sowieso komplett hier hochschießen und verkacken dabei. Ja, das müsste gut sein für den. Die brauchen ja noch einen Moment. Die sind dann ziemlich ausgepowert, wenn die hier oben sind. So, er hält hier die Sache gegen die Hunde. Das ist ziemlich trivial. Armbrust vor, dass wir den dann noch erschießen können, bevor es losgeht. Die Hardebrand sieht jetzt richtig fancy aus. Jetzt kann ich ihn endlich von den anderen Leuten unterscheiden. So, hier, das lassen wir offen als Killzone. Felix, auf wen kannst du denn schießen? 60% und getroffen, hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, du bist, du kannst niemanden angreifen, wenn du nicht. Was habe ich denn jetzt hier für einen Blödsinn gemacht? So, ist gut. Ich habe gedacht, du kannst niemanden angreifen, wenn du nicht unter 50% bist. Na dann, Jungs, stürmt mal die Festung, ne? Lasst euch nicht aufhalten. Was macht denn ihr euch so klein da unten? Jo, freie Auswahl. Ob
Deshalb hat ein guter Bogenschütze zwei Köcher dabei anstatt einen, weil wenn man jemanden tötet, kann er dreimal die Runde schießen. Das ist ja nun ein bisschen was. Wir warten. Kommt hoch auf den Schlachtblock, bitte. Wagt euch hier hochzuschießen und irgendwen zu treffen. Datenträger. Da ist noch einer, den man treffen könnte, wenn man denn schießen kann. So, wir müssen den Hund hier mal kurz wegnehmen. Willi, wir kümmern uns gleich um dich. Adebrand müsste doch dahin laufen können und den Hund totschlagen können. Der da stand allein. In die Lunge geschossen, Felix. Kennst du dich hier aus mit? So, ja, die bleiben hier oben so stehen, wie sie da stehen. Das war nix. Aber schießen kann er ja trotzdem nicht. Einmal zumindest. Schießen kann er trotzdem. 21, 87. Schöner Schuss. So, helle Bade raus und den Hund hier köpfen. Und wieder zurückwechseln. Der hat auch gar keinen Hellebarden-Skill. Warum hat er eigentlich eine Hellebarde? Außer weil er als normaler Backliner geplant war am Anfang. So, und dann den dazu erschießen, wahrscheinlich sinnvoller gewesen. So, mal gucken, ob da einer reinhüpfen will. Er steht hier immer noch. Oh. Ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Wart kurz, den schubst du gleich runter. Hadebrand macht das. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier gibt's auf den Dates. Oder auch nicht. Wen haben wir hier? 21, 20. Der trifft den schon. Du musst nur Vertrauen haben. Da auch hochschlagen, dann steht Björn da langsam richtig gefährlich. Er hat aber auch die dickste Rüstung an von allen, die wir haben. Er hat ja 320, 275, ist ja fast eine echte Endgame-Rüstung. Felix, 10%, das sieht doch was aus. Na. Ja, 57 kann ich schon was. Den 10er hätte er wahrscheinlich getroffen. Den kriegen wir hier nicht mehr rein, den haben wir. Über die Flanke da oben will niemand kommen. Ja, kann man nichts machen. So, du schubst erstmal den Dude hier runter. Er hat hier oben nämlich genau gar nichts verloren. Und er kann unser Beast Slayer gleich auch wieder schießen. Okay, schön. Nicht schön. Der Hund da hält länger als der Großteil von der restlichen Kompanie, die die hier angeführt haben. Uff. Ins Ohr geschossen. Sicher eklig, wenn er unten steht. Und ein Schuss vorbei gezischt, der ihm das Ohr abreißt. So, ich hätte auch tot sein können. Komm schon, beide vorbeigeschlagen. Das müssen doch zwei. Das waren 90% gewesen. Außer. Und der so, nö. Mach ich nicht. Wir sind hier fertig. Macht, dass ihr Land gewinnt. Ich glaube euch nicht hinterher. Auf, raus hier mit euch. Okay, der will da bleiben. Der sieht noch sehr jung und unerfahren aus. Der sieht das gar nicht an, nach Hause zu gehen und weiterzuleben. Felix, ein 15% Chance-Schuss. No. Felix ist einfach eine unausgebildete Wildcard. Den lässt man einfach auf irgendwas schießen, der trifft schon. Battleforged auch, ne? Jo. Der Rest kann jetzt dann aber wirklich gehen. Ihr seid lästige Burschen. Au. Lass Björn in Ruhe. Den springe ich nicht an. Den da springe ich auch nicht an. Der kann dann also eigentlich stehen bleiben. Wanderträger steht immer noch gut. Weit kann er nicht schießen. Ich will nicht auf meine eigenen Leute schießen. Ja, ich denke, wir sind hier fertig.
Der hier muss noch zum Flüchten überzeugt werden. Du, mach, dass du rauskommst hier. Sag deinen Leuten, ihr habt hier nichts verloren. Alter. Wir töten den hier noch. Der darf nicht gehen. Tut mir leid, kleiner Kerl. Du hast sie ausgesucht. Du hast dich hier hingestellt. Das ist gerade Hardebrand. Den kann ich verprügeln. Der ist nur eine Karawanenhand oder so eine Scheiße. Ich bin ein echter Footman. Aus einer echten Armee. Ich bin ausgebildet. Ich habe Equipment. Dieser Söldnerpack hier kann mir gar nichts. Und jetzt siehst du, was du davon hast. Du kommst nicht mehr nach Hause, mein Kerl. Ah, fertig hier. Guck mal, ob wir nochmal eine Runde verteidigen müssen. Dann geht das Video ein Stück länger. Sonst müssen wir hier fertig machen. Kommt noch eine zweite Welle? Oder was habt ihr hier für mich? Noch nichts passiert. Hier anscheinend noch eine zweite Welle. Da kommen sie. Dritte Lanzenburg-Kompanie. Immer noch keine Sergeants und Ritter dabei. Kommen sie nur hoch. Selbe Armee wie eben, nur ohne Dorgos. Kämpfen wir in derselben... Naja, ist nicht ganz dieselbe, glaube ich. Gut, ist auch egal. Gut, also das Video hier geht dann ein Sekündchen länger, aber ich glaube, da hat selten jemand was gegen, wenn die Videos ein Sekündchen länger gehen. Wir warten, bis die Armbrustschützen sichtbar sind. Doch, sieht ein bisschen anders aus wie eben, oder? Ich meine, ein, zwei Dinger wären unterschiedlich. Wir müssen eh bis nach hier vorne ran, dann gleich, sobald die Gegner höher kommen. Die nicht direkt zu offene Ziele bieten. Dasselbe wie eben. Hubert nach hier unten, Hardebrand nach da. Und dann schießen wir die Jungs aus dem Leben. Gucken, ob wir irgendwann mal ein bisschen Munition kaufen müssen. Da achte ich so selten drauf. Bin so jemand, dem das dann passiert, dass plötzlich keine Munition mehr im Haus ist. So soll das also funktionieren, wenn man die Mission richtig macht, ja? Ich verstehe. So, alle Mann auf Position. War vielleicht nicht unbedingt der beste Zug, aber okay. Den können wir gleich noch umstellen, wenn er ein bisschen geschossen hat. Das ist kein Hügel, gegen den man anrennt, hier, auf dem meine Kompanie steht, okay? Die Schilde von Harak werden das hier halten. Kein Gegner soll seinen Fuß in meine Zitadelle hier oben setzen. Felix! Schieß jemanden. Den da. Fast. Ich gebe dir extra Punkte, weil du es versucht hast. So, wer sich hier hinstellt, ist, ne? Dann auch langsam nicht mehr mein Problem. Die Frage ist, soll man jemanden hier hochlassen oder wirklich einfach die Jungs da hinstellen? Hinstellen einfach wäre schon fast die beste Variante. Dann haben wir hier mehr DPS, wenn wir die Stangen dahinter packen. Ist das schon angenehmer. Dann können die hier gleich aufrücken mit ihren Schwertern und Speeren. So, noch eine Armbrust. Packen wir auch hier hin. Schauen wir mal, haben wir irgendwen, der gerade schön steht. In den Wanst geschossen. Kommt dran, kommt dran. Wir haben noch genug Stahl für euch alle. Ihr Pack. Dieser Pfauenhelm macht mich traurig. Also ihr wollt euch schon zurückziehen. Und noch gar nicht angefangen. Jetzt kommt halt mal den Hügel hoch. Jetzt einfach... Was ist los mit denen? Ich dachte, die greifen uns an. Oh, hey, da ist ja einer. Hey, Dude. Wanderträger, bring mal deine Kompanie unter Kontrolle. 12% schafft Felix. Okay, wir müssen die hier gleich zurückziehen. Die Gegner da wirklich über die Flanke hoch wollen. Ich habe keine Lust, dass meine Armbrustschützen da gleich eingewickelt sind von 4 oder 5 Leuten. Naja, der Großteil von denen sind Backliner und keine echten Armbrustschützen, aber muss ja auch nicht sein. So, kommen die jetzt, oder?
Wir kommen nicht zu euch runter, falls das euer Plan ist. Ich habe hier oben Feuerüberlegenheit. Ich habe hier 3 Armbrüste und einen guten Bogenschützen. Ihr habt gleich all euren Damage verloren, bevor ihr auch nur hier oben seid. Zap. So, wenn aber noch eine Welle kommt, müssen wir das ins nächste Video reinschneiden. Das war enttäuschend. Weil wir sind jetzt dann gleich über eine halbe Stunde. Selbst wenn ich die Ladezeit rausnehme, die nicht allzu lang ist, bringt das nicht viel. Was hast du denn da vor? Das ist nicht mal eine Kampfposition. Ach, kommt schon. Ihr müsst wieder schießen, damit die anderen abhauen wollen. Die kommen hier jetzt langsam hoch. Wir müssen gleich die Kompanie neu orientieren, damit wir hier weiterkämpfen können. Die stellen sich gleich hier hin und dann denken die, die hätten eine gute Position. Der Typ da sollte schon lange tot sein, genauso wie der Armbrustschütze, der dahinter steht. Was mit dem? Das ist ein Glückskind. Einen guten Tag heute. Oh, hallo! Ein Feind! Okay, hey, hi, wir hatten ein kurzes Problem. Ich wurde während der Aufnahme über Skype angerufen und Skype hat die Aufnahme beendet, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Weil Skype ein blödes SIF-Programm ist. Der komplette zweite Kampf ist damit rausgeflogen. Ihr habt aber nichts verpasst. Es war quasi dieselbe Armee wie die erste. Wir können hier kurz drüber gehen, wie es aussieht. Wir haben ein bisschen mehr Rüstungsschaden genommen als vorher. Und es gibt noch einen dritten Kampf. Den schneiden wir über die nächste Episode, weil ich, eben gerade waren wir lange drüber. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu kurz. Kann ich nichts dran machen. Es kommt auf jeden Fall noch ein dritter Kampf. Ansonsten immer Dank fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.